Chemie. Die Lehre von Verbindungen, ihrem Aufbau, Verhalten und ihrer Umwandlung sowie den dabei geltenden Gesetzmäßigkeiten. Was ist Chemie für Sie persönlich? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn es knallt und stinkt. Leidenschaft. Leckere rote Gummibärchen essen. Leben. Harte Arbeit. Forschung. Mein Arbeitsplatz. Der Weg, um neue Medikamente zu erfinden. 1783 wurde von Otto Wallach offiziell das erste chemische Institut an der Universität Göttingen gegründet. Vier Nobelpreisträger brachte die Göttinger Chemie bis heute hervor. Auch der Chemiker Walter Nernst bekam einen Nobelpreis. 1897 entwickelte er die erste Energiesparlampe der Welt. Die heutigen Leuchtstoffröhren gehören nach über 100 Jahren noch immer in den Sondermüll. Deshalb wird in Göttingen heute an umweltfreundlicheren Leuchtstoffen geforscht. So, und wenn das Elektron wieder runterfällt, wird hier die Strahlung emittiert. Hier haben wir allerdings die Situation, dass wir ein freies Elektronenpaar haben und das verhindert dann die Fluoreszenz. Und dann gibt es diesen elektronischen Übergang. Für mich ist Chemie, wenn das was Unerwartetes passiert und ich es trotzdem hinterher erklären kann. Chemie ist für mich, wenn man natürliche Werkstoffe heutzutage durch Funktionsmaterialien ersetzen kann. For me it's like a playground, where most of us play nice game and at the end of the day we will see who is coming winning. Chemie ist, wenn der Pulli nicht kratzt. Prozesse zu beobachten, die die Natur einfach macht. Synthese und auch herausfinden, was irgendwo drin ist. Und deswegen, wenn man sich mit Chemie auskennt, weiß man halt praktisch alles. Hier an der Universität Göttingen gibt es die Institute für organische und biomolekulare Chemie, für anorganische Chemie und für physikalische Chemie. Institute mit Weltruf. Katalysatoren, wie man sie vom Auto kennt, spielen in über 80% der Industrie eine Schlüsselrolle. In der Chemie sind Katalysatoren die verborgenen Motoren. Sie beschleunigen chemische Prozesse. Wichtig sind sie beispielsweise für die Herstellung von Baustoffen oder Medikamenten. Neben zahlreichen Arten von Lebewesen bergen die Meere auch eine unbekannte Menge an chemischen Wirkstoffen. Auf der Suche nach neuen Medikamenten forschen Göttinger Chemiker an marinen Bakterien und Pilzen, um ihnen neue Verbindungen zu entlocken. Die Werkstätten der Fakultät liefern die notwendige hochwertige Unterstützung in den Bereichen Feinmechanik, Elektronik und Glastechnik. Dreckige Glasgeräte ist Chemie für mich. Einfach tausend verschiedene Arten von Molekülen, die überall vorkommen. Chemie ist meine Arbeit. Die Chemie muss stimmen, wie bei Menschen, die sich näher kommen. An der Göttinger Fakultät für Chemie gibt es die Studienabschlüsse Bachelor und Master Chemie, Bachelor und Master Materialwissenschaften, zwei Fächer Bachelor Profil Lehramt, Master of Education sowie unterschiedliche Promotionsprogramme. Eine leistungsstarke Fakultät mit vielfältigen nationalen und internationalen Kooperationen. Die Fakultät für Chemie der Georg-August-Universität Göttingen.